Für das Spiel der Spiele war ihnen der Einheitskopfschmuck gerade recht. Die Blau-Weißen von Osterholz-Deneva versammelten sich zum größten Ausflug der Vereinsgeschichte. Eine Stunde lang wurden Fahnen, Tröten und Flaschen verstaut. Proviant für die Tagestour nach Duvenstedt, kurz hinter Hamburg. Fast die gesamte Jugendabteilung, Eltern und Freundeskreis verteilten sich auf 8 Busse. Um 12:30 schließlich setzte sich die Karawane aus Bremen in Bewegung. Mit Gesang, gerade so wie bei Werders Meisterfeier. Auf zum Maindorfer SV. Die Stimmung ist jetzt bei der Hinfahrt schon ganz gut. Was haben wir zu erwarten, wenn heute der Sieg dabei rausspringt und wenn es dann vielleicht bei der Auslosung heißt, OT spielt gegen Werder oder Bayern München? Ja, uns wäre eigentlich am liebsten, dass wir gewinnen, das ist ganz klar. Bayern Werder Bremen wollen wir eigentlich gar nicht haben, Bayern München auch nicht. Uns ist Bayer Leverkusen mit einem absoluten Topstar-Trainer Rinus Michels am liebsten, weil der uns also die meisten Zuschauer bringen wird. Gespielt wird nicht beim Gegner in Maindorf. Da gibt's nur einen Aschenplatz, deshalb ist man ausgewichen auf den Rasen von Duvo 08. Das Heinrich-Kruse-Stadion ist um 3:15 fest in blau-weißer Hand. Etwa die Hälfte der 800 Zuschauer sind Fans aus Bremen. Statt mit Beten will OT-Trainer Michael Pohl lieber mit der Mauertaktik zum Erfolg. Wir versuchen ein bisschen defensiver anzufangen, deswegen bleibt unser Joker, der Frank Dahlenberg, zuerst draußen. Und wir versuchen das sehr offensive Mittelfeld und den Sturm von denen mit mehr defensiven Leuten erstmal zu halten. Mit dem Halten aber ist das so eine Sache. Ein Fehlpass bricht den Bremern fast das Genick und das schon nach 6 Minuten. Die Defensivtaktik scheint nicht aufzugehen. Aber dann wird es auch auf der anderen Seite interessant. Die Weißen von OT riskieren einen Konter. Liebig mit der Nummer 6 verstolpert, es bleibt beim 0:0 zum Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit dann bringt der Trainer seinen angekündigten Joker. Mit der Nummer 13, Frank Dahlenberg, 18 Jahre jung aus der eigenen A-Jugend. Und nun kämpft der Maindorfs Torwart nicht nur gegen die tiefstehende Sonne, sondern auch gegen eine Bremer Mannschaft, die immer selbstbewusster wurde. Das hätte die Entscheidung sein können, ja sogar müssen. Für Trainer Michael Pohl war das 0:0 bereits beschlossene Sache. Aber noch waren 2 Minuten zu spielen. Dann die wichtigste Sekunde der Vereinsgeschichte. Das 1:0, der Joker hatte seinen Kopf gebraucht. Frank Dahlenberg, der Jüngste im Team. Alles war bis hierher in Erfüllung gegangen. Des Trainers Taktik und der Wunsch der 400 mitgereisten Fans nach einem Sieg. Sie stürmten den Platz, obwohl noch 2 Minuten zu spielen waren. Und der Torschütze konnte selbst Stunden später noch nicht glauben, was er da angerichtet hatte. Ich glaube, ein wichtigeres Tor als heute haben Sie noch nie geschossen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich bin schon mal mit der A-Jugend Pokalsieger geworden. Das war auch relativ. Auch ein Tor geschossen, das 1:0. War auch ganz schön, aber heute ist natürlich klasse. Kann ich noch gar nicht so richtig glauben. Ich glaube, fast mal erst morgen, übermorgen. Um 16.47 Uhr war es geschafft. Osterholz-Deneva zum ersten Mal unter den letzten 32 Clubs im DFB-Vereinspokal. Vor der verschlossenen Kabinentür sangen die Helden von OT mit dem letzten Rest ihrer Puste. Einige waren total am Ende. Obwohl das Spannendste, Aufregendste und Schönste erst noch bevorstand. Kurz nach 6 zieht im Fernsehen Hennes Löhr die Lose für die nächste Runde. Im Clubheim von Duvo 08 drängelt sich die OT-Familie. Und dann... Osterholz. So freut sich David auf Goliath. OT empfängt den Europapokalsieger Bayer 04 Leverkusen mit General Rinus Michels am 25. September am Schewe Moor. Weiß Gott mehr als ein Traum. Also, ich bin überwältigt. Mir fehlen einfach die Worte. Einmal dem General die Hand schütteln und dann ihm richtig Paroli bieten. Das ist unser großer Wunsch. Als um 19 Uhr die Buskarawane zurück nach Bremen rollt, sind 400 Passagiere ergriffen von 2 Buchstaben. Von ihren 2 Buchstaben. Oh.
Okay.